Ja, das dauert wieder eine Ewigkeit, bis wir durch die Ruinen durchgelatscht sind. Der Baum ist immer noch tot. Leider. Ribbit, Ribbit. Seems like the winds have finally opened up. Maybe we should finally go out to the west of the underworld. Huh? The barriers open up too? Let's just take this one step at a time, okay? Ja, rekapitulieren wir nochmal auf dem Weg hier durch. Die Monster wurden vor den Menschen in den Untergrund verbannt. Aus Furcht haben sie sich so weit wie möglich zurückgezogen. Und haben die Ruinen hier gefunden und besiedelt. Oder haben die sogar gegründet, die Ruinen. Ribbit, Ribbit. Finally, we can all remove these aging pink names. Everyone gave you a big favor today. Try to respect that. Yeah. Ribbit, Ribbit. Did you ever find this room's fourth frog? Ja, haben wir. Der war irgendwo hier. There's an ant-sized frog in a crack in the wall. It waves at you. Ribbit, Ribbit. Say. Now that your journey is over, may you have time to listen to me. Since most people just press X to skip for my dialogue. That's right, pressing X. You've really made short, haven't you? Jo, haben wir. Spiderback sale, offers his go to real spiders. Nein, wir haben schon was von euch gekauft. Looks like Cheese has a nibble taken out of it. Ja, die Maus hat den Käse sich geholt. The exit's open. Guess I better roll out. Hey, you might give me a push, Pumpkin. Du magst es doch nicht, wenn wir dich pushen. Ja, fallen wir mal hier runter, da geht's schneller. Also ja, und dann hatten sie irgendwann den Mut, die Monster, die Ruinen zu verlassen. Und den Rest der Höhen zu besiedeln, bis zur Barriere hin. Dadurch sind Snowdon, Waterfall und so weiter entstanden. Und auch Hotlands. Weil immer wieder Monster an den verschiedenen Orten geblieben sind, um sie zu besiedeln. Ribbit, Ribbit. Excuse me, human. You seem like you have grown into a thoughtful and conscientious person. Whatever that was from my advice or not, I'm quite proud. Ribbit. Take one? Take a candy? Yes. You took more candy. How disgusting. Ja, jetzt können wir die Candies ruhig umschmeißen. Yes. You tried to take a piece of candy, but you didn't have any room. So, jetzt müssen wir noch mal ganz kurz das Ende der Ruinen erreichen. Oder den Anfang, besser gesagt, wo wir gestartet haben. Für unser allerletztes Easter Egg. Wobei ich das weniger als Easter Egg bezeichnen würde, sondern als die Wahrheit eigentlich. Ah, wäre bloß der Raum hier nicht so lang. Hast du noch was zu sagen? Nein. Das hier hatten wir ja auch bereits alles geregelt. Hm,
hier war nichts. Hier haben wir Flowey das erste Mal getroffen und hier ist der Anfang. Hallo, Asriel. Don't worry about me. Someone has to take care of these flowers. Frisk, please leave me alone. I can't come back. I just can't, okay? I don't want to break their hearts all over again. It's better if they never see me. Why are you still here? Are you trying to keep me company? Frisk. Hey. Let me ask you a question. Frisk, why did you come here? Everyone knows the legend, right? Travelers who climb Mount Abbott are said to disappear. Frisk, why would you ever climb a mountain like that? Was it foolishness? Was it fate? Or was it because you... Well, only you know the answer, don't you? Also er fragt sich, ob wir vor was weggelaufen sind. I know why Hans climbed the mountain. It wasn't for a very happy reason. Frisk, I'll be honest with you. Hans hated humanity. Why they never talked about it? But they felt very strongly about it. Frisk, you really are different from Hans. In fact, though you have similar fashion choices, I don't know why I ever acted like you were the same person. Maybe the truth is, Hans wasn't really the greatest person. Why, Frisk, you are the type of friend I wish I had always had. So maybe I was kind of rejecting a little bit. Let's be honest, I did some wild stuff as a flower. There's one last thing I feel like I should tell you. Frisk, when Hans and I combined our souls together, the control over our body was actually split between us. They were the one that picked up their own empty body. And then, when we got to the village, they were the one that wanted to use our full power. I was the one that resisted. And then, because of me, well, that's why I ended up a flower. Frisk, this whole time I've blamed myself for the decision. That's why I adopted that horrible view of the world, kill or be killed. But now, after meeting you, Frisk, I don't regret that decision anymore. I did the right thing. If I killed those humans, we would have had to wage war against all of humanity. And in the end, everyone went free, right? I still feel kind of sad knowing how long it took. So maybe it wasn't the perfect decision. But you can't regret hard choices your whole life, right? Well, not that I have much of a life left. But that's besides the point. Frisk, thank you for listening to me. You should really be with your friends now, okay? Oh, and please, in the future, if you see me, don't think of me as me, okay? I just want you to remember me like this. Someone that was your friend with for a little while. Oh, and Frisk, be careful in the outside world, okay? Despite what everyone thinks, it's not as nice as it is here. There are a lot of flowers out there, and not everything can be resolved by just being nice. Frisk, don't kill and don't be killed, alright? That's the best you can strive for. Well, I'll see you. Frisk, don't you have anything better to do? Frisk, don't you have anything better to do? Ja, leb wohl, Asriel. Das ist der bittere Nachgeschmack des Endes. Wir konnten alle retten, außer Asriel Dreamor, der sich entschlossen hat, hier zurückzubleiben. Damit der Rest der Welt in Sicherheit ist. So, jetzt aber schnell wieder zurück. Denn jetzt beginnt der Abspann gleich, wenn wir es wieder zurückgeschafft haben. Können wir ignorieren, vorgeht. Hier müssen wir wieder kurz runterfallen, dass wir hier durchkommen. Ah, jetzt wird es gleich wieder lustig. Okay.
gut. Ich habe es noch einigermaßen in Erinnerung gehabt. Also ja, wir haben auch alle vier Mäuse besucht. Sie sind alle an den Käse gekommen. Das heißt, wir können jetzt die Ruinen verlassen, müssen nochmal kurz durch Snowden zur Fähre nach Hotlands. Können wir mal ganz kurz gucken. Einen letzten Blick in den Spiegel werfen. Still just you, Frisk. Ja. Gut, das hier hat jetzt wirklich mehr Zeit gebraucht als die der ganze Endboss-Fight. Aber ja. Ich fand, es war wirklich mehr oder weniger nötig. Dass wir alles nochmal sehen. Nochmal mit jedem reden, was er über die Freiheit zu sagen hat. Auch wenn wir uns den Chor hätten sparen können. Bei der Snowdrake Family. Jetzt haben wir auch alle Amalgamates nochmal gesehen. Jedenfalls die drei wichtigen. Nämlich Snowdrakes Mutter, die Hunde und Chirons Schwester. Dann gab es ja noch den einen unbekannten Amalgamate. Und das war's dann eigentlich. Ja, gut. Da bei den Spaghetti vorbei. Und hier bei den Hunden. Das war nicht so gut. Da ist Snowcap. So, darüber rutschen. Haben wir nochmal was auf dem Kopf? Jo, Vögelchen. Und tschüss. So, dann über die Brücke, da sind wir schon in Snowden.
So. Speichere ich hier kurz und mache ganz kurz mal einen Cut, um was zu trinken. Mein Mund ist nämlich etwas trocken. Wir sehen uns gleich wieder. So, da bin ich auch schon wieder. Jetzt gehen wir zum großen Ende. For a ride, ride in the boat. Yes, where will we go today? To Hotland. Then we are off. Tralala, the angel is coming. Tralala. Ja, der Angel aus dem heiligen Bild, das war wohl Asriel. In seiner bösen Form da. Come again sometime. Tralala. So, jetzt will ich mal kurz nach R2. Mal gucken, ob der Art Club offen hat. White Floor. 2. Jo. Der müsste nämlich direkt neben Thunderplane hier sein. Who knows what lies in the future of the Art Club? Gut. So, das heißt nach R3 jetzt. Die Leute können wir alle ignorieren. Ab in den Chor. Hier rein. Warum auch immer sie den Chor direkt in den Weg zum Schloss zur Hauptstadt gebaut haben. Die hat echt eine komische Architektur. Naja gut, der Aufzug zum Capital, der funktioniert ja auch nicht richtig. Ja, das war die Dings, die Kammer. Jetzt will ich noch mal ganz kurz zurückgehen, wobei da hätte ich auch vorwärts gehen können. Und will hier noch mal in den Spiegel gucken. Aber ja, noch mal zum Resümee zurück, das hatte ich ganz vergessen. Die Monster haben sich dann im ganzen Untergrund breit gemacht, haben die neue Hauptstadt New Home gegründet. Dann ist irgendwann Shara von oben heruntergefallen. Asriel hat ihn oder sie gefunden, wobei ich glaube, das war noch bevor sie Home verlassen haben, also bevor sie die Ruinen verlassen haben. Ich denke mal, Shara war... Ich denke mal, Shara war der Hauptgrund dafür, dass die Monster den Untergrund verlassen haben, weil sie eben neu, also die Ruinen verlassen haben, weil sie eben neue Hoffnungen hatten. Und haben eben angefangen, den gesamten Untergrund zu besiedeln. Und ja. Dann hatte Shara halt den blöden Plan, den König zu vergiften. Weil ich denke mal, Shara wollte die Seele des Königs absorbieren, um die große Macht zu erlangen. Weil wenn eine Monsterseele und eine Menschenseele sich kombinieren, kriegt man ja böse, böse Macht. Mehr oder weniger. Da das aber nicht geklappt hat, wollte Shara sich mit Asriel verbinden, seinen neuen Körper übernehmen und damit Unheil anrichten. Das waren eben so Charas Ideen. Jo, aber daraus ist alles nichts geworden, dank Friskier. Wobei, gut, Asriel ist gestorben, Shara ist gestorben.
hat alles nicht ganz so geklappt, wie es klappen sollte. Oh, Frisk. If you are not busy one on nice days, you should walk around and have a good time. That's important. Ja, die haben leider nichts Neues zu sagen. Auf dem Handy ist auch nichts Neues. Das heißt, wir gehen. If you leave here, your adventure will really be over. Your friends will follow you out of the underground. Ich bin bereit. Ja, kein Undertale von Toby Fox diesmal, sondern das schöne Ende. Mit der Stadt da hinten vor allem. Oh my, isn't it beautiful, everyone? Wow, it's even better than on TV. Way better. Better than I ever imagined. Frisk, you live with this? The sunrise is so nice and the air is so fresh. I really feel alive. Hey Suns, what's that giant ball? We call that the sun, my friend. That's the sun? Wowie. I can't believe I'm finally meeting the sun. I could stand here and watch this for hours. Yes, it's beautiful. Is it not? But we should really think about what comes next. Oh, right. Everyone, this is the beginning of a bright new future. An era of peace between humans and monsters. Wenn sich die Menschen halt dran halten. Und ja, es wird immer heller. Frisk, I have something to ask of you. Will you act as our ambassador to the humans? Be the ambassador? Natürlich, auch wenn ich nur ein Kind bin und keine Ahnung davon habe. Yeah, Frisk will be the best ambassador and I, the great Papyrus, will be the best mascot. I go make a good first impression. Well, someone's gotta keep him from getting into trouble. See you guys. Natürlich macht Sans es nicht, sondern geht einfach in die andere Richtung. Man, do I have to do everything? Papyrus, wait. Hey, Undyne, wait up. Whoops. Should I do something? Toriels Blick. Well, gotta go. It seems that everyone is quite eager to set off. Frisk, you came from this world, right? So you must have a place to return to, do you not? What will you do now? I want to stay. I have places to go. I want to stay with you. What? Frisk, you really are a funny child. If you had said that earlier, none of this would have happened. It's a good thing you took so long to change your mind. Well, I suppose, if you really do not have any other place to go, I'll do my best to take care of you for as long as you need. Alright, now come along. Everyone is waiting for us. Ja, wie sie uns wieder bei der Hand nimmt. Undertale Cast. Jawohl, jetzt geht der Cast los. Mal sehen, wie gut wir abgeschnitten haben. Frogate by Toby Fox, Wimsum, Professional Frog Gravy Every Day. Ja, wenn die Namen gelb sind, dann haben wir die Gegner richtig besiegt. Molsmal, Backup Dancer, Nox, Reformed Polly, Vegetoid, Popular Nutritionist, Mixops, Casually Enjoys Life, Napster Bluke, Spooky DJ, mit Zylinder. Ja. Papyrus bei Toby and Tammy. Und Sans auf seinem tollen Fahrrad ist schneller als Papyrus. Special Inspiration. Snowdrake. Semi-successful comedian, ice cap, fashion designer. Griffrot. Bei Magnolia Porter, Christmas Display, Doggo, has his own seeing eye dog. Okay, die haben wir alle geschafft. Dogami and Dog-A-Racer. Finally number one Nuzzle Champions. Lesser Dog and Greater Dog by Tammy and Toby. Found a loving owner, excited by life's changes.
Ja, Undyne und Arthas am Strand zusammen mit den Dogs und mit Onion Sun. Over 9000 Damage. Arme Arthas. Und der arme Boden. Ja, Undyne ist wirklich stark. Aaron und Moltbik. Paranormal Investigator, Tilik live on the beach. Washwa and Tammy, Legendary Janitor, Tammy. Matt Dummy und Shiren, Calm Down, Taking Piano Lessons Again. Okay, Shiren habe ich wieder nicht hingekriegt. Mist. Metatom bei Tobi. Ja, die treten jetzt alle zusammen auf, sogar Burger Pants ist im Busch. Vulcan and Thunderplane. Encouraging Space Heater. Finally confess it. What I don't. Ja. Pyrope und Muffet. Candle in the World Largest Birthday Cake. Spider Success with New Bakery. Und die Wild Guards. Use your imagination. Nein, lieber nicht. Final Forget und Whimsalot. Giving life its own meaning. The long battle finally ending. Astigmatism. The Mannering Glasses Seller. Magic und Night Night. Street Magician. Taking a well-deserved nap. Amalgamates. Ja, das waren die vier Amalgamates. Living with their families. Wobei das eine Amalgamate schwer zu identifizieren war. Escor. Monster Kid. Und Toriel ist jetzt Lehrerin. Mit der Brille. Ja, Mount Abbott. Der End. Oder? Auch nicht. Hahaha. Did you really think it was over? I mean, we haven't even done the special things yet. Ready? Let's end all of this for good. Ja, jetzt darf ich den Special Tanks ausweichen. Wenn ich das schaffen würde, was ich wahrscheinlich mal wieder nicht schaffe, könnte ich genau die Tür nämlich öffnen, die ich euch vorhin noch gezeigt habe, die noch immer abgeschlossen ist. Das ist nämlich der Special Entwickler Raum. Aber ich habe schon zu viele berührt. Ja, jetzt wird es richtig abgespaced. Ich kann die Namen schon nicht mehr lesen, weil das so schnell geht. Ja. Hier müssen wir irgendwo durch. Das hier ist noch relativ einfach, sagte er und berührte gleich einen reinen Namen. Genau, jetzt kommen die Kreisel. Und ich finde die Musik hier auch richtig cool wieder. Das ist ja die Asriel Bossfight Musik. So, jetzt werden wieder Namen auf mich abgeschossen. Okay, das waren wieder ein paar. Oh, jetzt wird es aber viel hier. So, das war's. Touched Credits. Viel zu viele. Hätten wir gar keine getouched?
Thanks to friends and family for supporting us, and other Tay team, thanks you, the player, from the bottom of our hearts. With you all, this would be impossible. Good night. Jedem Piraten sollten solche Sätze schlecht auf den Magen schlagen. Ich mag das Spiel einfach. So, jetzt fehlt noch das absolute Ende. Toriel bringt uns ein Stück Butterscotch Pie. So. Undertale. Der End. Ja. Damit verabschiede ich mich mal von euch. Denn dieses Projekt ist nun zu Ende. Mehr oder weniger. Es gibt noch eine kleine Szene, die ich euch zeigen werde. Aber dafür müsste ich das Spiel erstmal beenden. Also. Danke, dass ihr dieses Projekt bei diesem Projekt zugesehen habt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und dann sehen wir uns bei meinen anderen Projekten wieder. Oh, ach ja, unseren Hund. Den haben wir ganz vergessen. Den gibt's ja auch noch. Hallo, weißer Hund. Ja. Sehen wir uns bei meinem nächsten Sonntagsprojekt oder bei anderen Projekten wieder. Ich habe da schon ein paar weitere Sonntagsprojekte geplant. Der Hund müsste jetzt gleich einschlafen. Denke ich mal. Und mit dem schlafenden Hund werden wir uns dann verabschieden. Natürlich zeige ich euch noch die kurze Endszene. Beziehungsweise die Szene, wenn man jetzt nach dem Tour-Ending nochmal neu startet. Also ja. Bis zum nächsten Projekt. Bye bye. Da der Hund wohl doch nicht mehr einschläft. Ah doch, jetzt schläft er ein. Gut. Schlaf gut. Hi. Seems if everyone is perfectly happy. Monsters have returned to the surface. Peace and prosperity will rule across the land. Take a deep breath. There's nothing left to worry about. Well, there's one thing, one last threat, one being with the power to erase everything. Everything everyone's worked so hard for. You know who I'm talking about, don't you? That's right, I'm talking about you. You still have the power to reset everything. Toriel, Sans, Escor, Alphys, Papyrus, Undyne. If you so choose, everyone will be ripped from this timeline. And sent back before all of this ever happened. Nobody will remember anything. You'll be able to do whatever you want. That power. I know that power. That's the power you were fighting to stop, wasn't it? The power that I wanted to use. But now, the idea of resetting everything. I don't think I could do it all again. Not after that. So please, just let them go. Let Frisk be happy. Let Frisk live their life. But if I can't change your mind, if you do end up erasing everything, you have to erase my memories too. I'm sorry. You've probably heard this 100 times already, haven't you? Well, that's all. See you later, Hans. Der End. To reset. Niemals.